Ja, da lacht OP-Redakteur Carsten Bergmann wieder. Aber beim Grenzgang 2012 in Biedenkopf liegen für Carsten Freud und Leid eng beieinander. Doch von vorn. Los geht's beim Grenzgang traditionell um 6 Uhr morgens. Guten Morgen, Landkreis. Schöne Grüße aus Biedenkopf. Wir sind hier mitten auf dem Marktplatz. Hier tobt der Bär. Tausende Leute sind morgens um 6 Uhr hier nach Biedenkopf zum Grenzgang gekommen. Ich bin total baff. Das ist mein erster Grenzgang. Ich lasse mich mal überraschen, was das wird. Ich erzähl's euch. Schon früh morgens geht's rund auf dem Marktplatz. Tausende Menschen haben sich versammelt, um das Spektakel mitzuerleben. Unter den Grenzgängern ist auch Arbeitsrichter Hans-Gottlob Rühle. Das Besondere ist die Begeisterung der Bevölkerung, dass alle praktisch oder nahezu alle mitmachen. Und hier diese Farbenpracht, die Musik, die Bewegung, das ist ja wie so ein Farbenrausch hier. Und die Gesellschaft ist sehr friedlich und fröhlich, dann ist das eine wunderbare Atmosphäre. Erst einmal müssen sich alle Gesellschaften, alle Grenzläufer ordentlich aufstellen. So will es die mehr als 300 Jahre alte Tradition. Guten Morgen, Bürger! Zur Toten Ehrung präsentiert das Gewehr! Und dann ist es endlich soweit. Oberst Albrecht Wels verkündet Grenzgang Marsch. 1500 Mitglieder der Gesellschaften und Offiziellen sowie die unzähligen Besucher von nah und fern setzen sich in Bewegung. Auch Grenzgangsneuling Carsten Bergmann marschiert frohen Mutes los und wird sogleich auch von musikalischen Bräuchen überrascht. Besonders schweißtreibend ist der Grenzgang für die Wettläufer, die überall ihre Peitschen knallen lassen und hin und her laufen müssen. Das geht nur mit knallhartem Training. Wir sind jetzt seit Mitte Mai, wo wir gewählt worden sind, sind wir dran und es wird viel Spaß gemacht. Es sind dreimal in der Woche Peitschtraining und zusätzlich am Samstag dann immer einen Grenzgangstag gelaufen. Das heißt, wir sind jeden Grenzgangstag viermal gelaufen, insgesamt 12 Wochen. Harte Arbeit und ja, jetzt sind wir hier und freuen uns darauf, dass wir endlich auch den ganzen Zug hier mit begleiten dürfen. OP-Redakteur Carsten Bergmann ahnt es schon, jetzt wird's richtig hart. Der Aufstieg auf die Sackpfeife bringt die Grenzgänger sprichwörtlich an ihre Grenzen. Fast senkrecht muss man den Kleeberg über mehr als 150 Höhenmeter hinaufkraxeln. Eine Tortur für Carsten. Gibt's doch gar nicht. Ich bin so durch. Ich will nicht mehr. Wie macht man das 3 Tage lang? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Ist der Kleeberg erst einmal geschafft, ist der Rest bis zum Frühstücksplatz quasi ein Klacks. Auf dem Frühstücksplatz ist der Teufel los. Hier wird nun endlich gefeiert. Hier ist eine Volksfeststimmung, das ist einfach der Wahnsinn. Hier ist bei Mohr und seinen Wettläufern noch keine Müdigkeit zu spüren. Traditionell lassen sie die Grenzgänger über dem Grenzstein Huppchen. Huppchen, das ist was ganz Besonderes. Das Huppchen auf dem Grenzstein beim Mohren bei den Wettläufern ist ganz einfach obligatorisch. Und dann wird man erinnert an den ganzen Tag, die Anstrengungen, die man macht, die gehen eigentlich weg. Weil das ist Freude pur, ganz einfach nur. Das ist die Liebe zu unserem Heimatfest, den wir haben. Und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, ist das, was man da hat. Und noch etwas ist ganz besonders. Die Männergesellschaften lassen die Teilnehmer hochleben oder besser hochfliegen. Und sich hochleben lassen, das macht Carsten jetzt auch. Es sei ihm gegönnt. Nach diesen Strapazen hat er sich das Hochgefühl redlich verdient. Haben wir. Männer, Respekt. Danke. Janis, danke. Auf dein Wohl. Auf euer Wohl. Vielen Dank.